dann sehr, sehr viel Personal dahingehend der richtige Schritt der Fusion der beiden Fahrstoffzüge. So, das Fahrzeug kommt mit Blaulicht und hellem Horn, sage ich immer. Es ist das Mehrzweckfahrzeug Dekontamination, stationiert bei den Kameraden der Einheit Landau-Nussdorf. Sie sehen es so wie vorhin, der Einsatzleiter, der Führer der Teileinheit Dekont, zu erkennen an der roten Weste inklusive passender Beschilderung, ist ausgestiegen, weist dem Einsatzfahrzeug den Standort zu und wird jetzt gleich eine weitere Lageerkundung vornehmen und die dementsprechenden Einsatzaufträge erteilen.